ein evangelisch-landeskirchlicher Gottesdienst in der Christuskirche im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel, wie er gleichzeitig überall in Deutschland stattfindet. Für immer weniger Besucher. Dabei sitzt hier nicht nur eine Gemeinde, sondern auch der Rest der benachbarten Bethlehemsgemeinde, die schlicht und einfach ausgestorben ist. Ein Nachbar erinnert sich. Ich wohne genau gegenüber von der Kirche seit 53,5 Jahren. Wir haben hier Hochzeiten gehabt, wir haben hier Konfirmationen gehabt um die Weihnachtszeit und so weiter. Es war hier ein sehr starkes kirchliches Leben in der Anfangszeit. Und das wurde immer weniger. Und die Zahl der jungen Menschen wurde weniger und der Alten nahm zu. Und zuletzt war es so, dass fast zum Gottesdienst nur noch ältere Damen und wenig Herren kamen und damit die Schließung der Kirche vorprogrammiert war. Die Gemeinde der Bethlehemskirche war früher eine von vier getrennten, eigenständigen evangelischen Kirchengemeinden in Eimsbüttel. Neben der Bethlehemsgemeinde gab es die Gemeinde der Christuskirche, die Gemeinde der Apostelkirche und die Gemeinde von St. Stephanus. Seit 40 Jahren sinken die Mitgliederzahlen, damit auch die Einnahmen, bis den vier Gemeinden nichts mehr anderes übrig blieb, als sich aus Geldnot zu einer Kirchengemeinde Eimsbüttel zusammenzuschließen. Da die Gemeinde weiter schrumpfte, musste sie zwei Standorte schließen und zwei Kirchen aufgeben. In der neben der Christuskirche ebenfalls verbliebenen Apostelkirche versucht Pastor Babiel zu erklären, warum immer weniger Menschen in die Kirche kommen. Wozu brauche ich Kirche? Was sagt mir die christliche Botschaft, vermittelt durch diese alte Institution Kirche? Diese Plausibilität hat offenbar erheblich abgenommen. Und du schenkst Vergebung, wenn der Mut nicht reicht und Verzagen und Versagen die Oberhand gewinnen. Hilf auch uns, uns stets aufs Neue zu dir zu bekennen. Einst breitete sich der Glaube aus, weil Missionare den heidnischen Germanen von Jesus und dem Evangelium erzählten. Nun werden es in Eimsbüttel immer weniger Kirchenmitglieder, versucht die Gemeinde gegenzusteuern, indem sie, wie früher, durch Evangelisation Nichtchristen zum Glauben und in die Kirche einlädt. Nein, eine evangelistische Tradition kennt diese Kirchengemeinde nicht. Auch in der Apostelkirche sitzen Kirchenmitglieder aus ehemals zwei eigenständigen Gemeinden. Hinten an der Wand hängt das alte Altarkreuz der aufgegebenen Stephanuskirche als Denkmal an eine längst vergangene, bessere Zeit für die Kirche in Eimsbüttel. Die Stephanuskirche wurde von einem Investor gekauft, der sie zu einem Café und einer schicken Event-Location umgebaut hat. Wie geht es dem Pastor, wenn er seine ehemalige Kirche so sieht? Auch sehr bedrückt, als ich feststellte, dass bestimmte Kennzeichen von Kirche, wie ein großes Christusmosaik, das nicht einfach weggebracht werden konnte, noch da ist und dann sozusagen diesem Galeriecafé auch ein bestimmtes Gepräge gibt. Ich kenne es aus einem Kontext, der eben noch sehr kirchlich war und stelle es jetzt in einem anderen Kontext fest und merkte schon, dass mir der Anblick gar nicht so toll gefiel. Also ich hatte ein gewisses Problem für mich damit. Wo früher Menschen im Namen Gottes getauft wurden, gibt es heute Kaffee und Kuchen. Der Taufstein bleibt als bunt angestrahlte Kaffeehausdekoration. Dabei ist Eimsbüttel kein Einzelfall, sondern der Beginn des großen Kirchensterbens. Überall werden in den kommenden Jahren verlassene Kirchengebäude überflüssig werden, weil die alten Christen aussterben und keine anderen Menschen von selbst in die Kirchen kommen. Deshalb bereitet Theologieprofessor Michael Herbst in Greifswald mit seinen Mitarbeitern den speziellen Greifbar-Gottesdienst in der öffentlichen Stadthalle vor. Damit wollen sie die Schwelle für Außenstehende, doch auch mal einen Gottesdienst zu besuchen, möglichst niedrig machen. In der ehemaligen DDR haben sie es besonders schwer, Menschen wieder zu Gott und in die Kirche einzuladen. Wir sind hier in einer Gegend Deutschlands, wo Menschen über Generationen keinen Kontakt zu irgendeiner Glaubenswelt hatten. Und manche auch ein tiefes Misstrauen haben, ob das denn alles so mit rechten Dingen zugeht. Und es ist für uns sehr bewegend, wenn solche Menschen den Weg zu uns finden. Und wir haben einige solcher Geschichten erlebt. Wir
haben so ungefähr 6-7 Taufen im Jahr von Erwachsenen. Und das sind Menschen, die früher einmal Parteimitglied waren. Bei uns, das Gastfreundschaftsteam, wird geleitet von einer Frau Ende 40, die als junge Frau in der SED war und überzeugte Kommunistin gewesen ist, nach der Wende in ein Loch gefallen ist und keine Orientierung mehr hatte. Und sie hat bei Jesus eine neue Orientierung für ihr Leben gefunden. Um in das heutige Thema ausgebrannt einzuführen, haben die Mitarbeiter ein Theaterstück geschrieben. Mensch, Udo, du bist schon wieder zu spät. Die Besucher sollen sich in den Theaterszenen wiederfinden und merken, dass die Botschaft des Gottesdienstes etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Udo, was ist denn los mit dir? Der Flyer hätte schon vor dem Wochenende da sein müssen. Das weißt du doch. Aber deswegen bin ich nicht da. Das Angebot, hast du das nicht auch ver... Lehmann tobt. Schneider! Ich koche. Das ist zu schlimm. In der Gottesdienst-Generalprobe wird alles ein paar Stunden vor der Veranstaltung genauso durchgespielt, wie es nachher sein wird. Nur die Predigt hört sich, zumindest in der Generalprobe, noch etwas komisch an. Man muss sich das vorstellen, Schalke kann noch deutscher Meister werden. Özil bekommt den Ball auf halbrechts zugespielt, dribbelt sich an zwei Schalkern vorbei, unter anderem an Bordon, und schießt den Ball für Neuer unhaltbar rechts unten in die Ecke. Und was es wirklich in der Predigt gibt, das erzähle ich erst später. Für diesen Gottesdienst greifbar betreiben die Mitarbeiter einen hohen Aufwand. Alles soll perfekt auf die Bedürfnisse und die Lebenswelt der Menschen abgestimmt sein, die Kirche nicht kennen. Greifbar ist die Idee, Gottesdienste zu feiern, die sozusagen von null Voraussetzungen ausgehen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir versuchen, Themen zu finden, die jedermann interessieren und die vor allen Dingen so aufbereitet werden, dass die Menschen, die zu uns kommen, Dinge wiedererkennen, die Musik wiedererkennen, im Theaterstück sehen, dass wir ihr Leben ernst nehmen und dass wir auch ein bisschen wissen, wovon wir reden. Und dann in der Verkündigung zu versuchen, das in Richtung auf eine Begegnung mit Christus hin zu behandeln. Und uns ist ganz wichtig, gastfreundlich zu sein. Es gibt bei Greifbar keine Veranstaltung, bei der es nicht gutes Essen und reichlich zu trinken gibt. Und wir wirklich versuchen, den Raum auch so aufzubereiten, dass unsere Gäste sich bei uns wohlfühlen können. Alles ist vorbereitet. Die Mitarbeiter bekommen die letzten Einweisungen. Wie viele Gäste werden kommen? In Eimsbüttel werden Kirchengebäude verkauft. In Greifswald machen die Christen einen Schritt auf die Menschen zu und feiern Gottesdienst in der öffentlichen Stadthalle. Noch einen Schritt weiter führt Pastor André Peter seine Wuppertaler Gemeinde auf dem Ölberg. Sie versuchen einfach dort zu sein, wo die Menschen sind. Da heute ein großes Straßenfest ist, sind die Christen heute auch dort. Schon früh morgens bringt Pastor André einen riesigen Kletterturm, damit die Gemeinde später mit Kindern und jungen Familien in Kontakt kommen kann. Nur kann er den Kletterturm noch nicht aufbauen. Ein Auto muss vorher noch abgeschleppt werden. Der Pastor nimmt's mit Humor. Ja, es ist das Leben, würde ich sagen. Wir schleppen gerne Leute ab, meistens in die Gemeinde, aber vielleicht wird das ein guter Anfang einer ewigen Freundschaft. Wo anderorts Kirchen abgebaut werden, bauen die Wuppertaler eine Kirche auf, und zwar dort, wo sie hingehört, mitten unter den Menschen. Wenn auch nur zum Aufblasen. Kirche muss flexibel bleiben und da sein, wo die Menschen sind. Weil die Christen aus der Gemeinde auf ihn zugekommen sind, hat auch Ali zu Jesus gefunden. Da belebte er sein ganzes Leben mit seiner türkischen Familie wenige Straßen entfernt von der Gemeinde, die er erst kennenlernte, als die Christen hinter ihren Kirchenmauer hervorkamen und im Stadtteil sichtbar wurden. Also die erste Begegnung mit Ali war auch hier auf dem Schusterplatz. Und zwar, weil wir 115-jähriges Gemeindejubiläum hatten und damals überlegt haben, wie feiert man das? Und normalerweise würde man irgendwelche tollen christlichen Festredner einladen und sich selber feiern. Und wir haben gesagt, das möchten wir nicht. Wenn wir Gemeinde sind, die eine Relevanz hat, dann müssen wir eigentlich diesen Geburtstag mit den Leuten feiern,
für die die Gemeinde da ist, also die Leute hier im Stadtteil. Das heißt, wir haben die ganze Feier ausgelagert, gesagt, wir feiern hier auf dem Schusterplatz und jeder, der dabei ist, feiert mit uns Geburtstag. Und dabei sind wir natürlich auf Leute zugegangen, haben gesagt, was uns bewegt, was Gemeinde eigentlich ausmacht und sind dabei Ali begegnet. Ja, Adam hat mich angesprochen. Was hat er gesagt? Ja, es ging erstmal um die Kinder. Kinder haben zueinander gefunden, haben gemeinsam gespielt. Kinder von Adam und meine Kinder. Und so haben wir dann den ersten Kontakt gehabt. Wie kam das Gespräch auf den Glauben? Ja, weil ich ganz einfach neugierig war. Ich habe nachgefragt. Ich habe gesehen, dass die Kirche sich hier versammelt hat auf dem Schusterplatz und habe gefragt, worum es genau geht. Und er erklärte mir dann, dass das eine Jubiläumsfeier ist, das 115-Jährige. Wie kam es dazu, dass Ali nach Gott suchte? Ich habe lange Zeit an einen Gott, an einen strafenden Gott geglaubt. Und zwar, damit habe ich irgendwann ein ganz großes Problem gehabt. Ich habe gefragt, ob Gott wirklich nur ein strafender Gott ist oder ob Gott in Wirklichkeit die Liebe ist, die mir Gutes wünscht. Und auch die persönliche Beziehung zu Gott, die habe ich nie im Islam gefunden. Die gab es nicht. Ja, ich habe eine Bibel bekommen, eine Bibel geschenkt bekommen, habe intensiv in der Bibel gelesen und bin Jesus begegnet. Das hat mich verändert, das hat mich persönlich verändert. Ich konnte so einige schlechte Angewohnheiten ablegen. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus, unser Herr, sich ständig bewegt hat. Er war nie an einem festen Ort und er hat immer die Orte gewechselt. Er ist zu den Menschen hingegangen, hat gepredigt, hat über die Wahrheit gesprochen. Und ja, das ist Gottes Wille, das ist auch Gottes Auftrag für uns, die frohe Botschaft, das Evangelium zu verbreiten. Das heißt, zu den Menschen hinzugehen, als Gemeinde rauszugehen, versuchen, Kontakt zu knüpfen zu anderen Menschen, damit so viele Menschen wie möglich durch das Evangelium, durch die einzige Wahrheit gerettet werden. Ali ist der Gemeinde begegnet, weil die Christen nach draußen gegangen sind und er ihnen in seiner vertrauten Umgebung begegnet ist. Aber bis die Gemeinde soweit war, musste viel passieren. Letztendlich begann die Orientierung nach außen, als die Gemeindeleitung zerstritten war und sie deshalb aus der Not heraus gemeinsam das Gebet suchte. Noch heute treffen sich die Verantwortlichen jeden Sonntag früh um 8 Uhr zum Gebet. In der Krise lernten sie so, weg von sich selbst und hin auf Gott zu blicken. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns aus unseren Situationen heraus heute hier versammelst. Nicht nur, dass wir zusammenkommen, sondern dass du uns auch vor dein Herz. Der gewählte Gemeindeleiter erinnert sich. Diese Entwicklungen entstammen natürlich letztendlich dem Nachdenken über uns selber und unserer Effektivlosigkeit. Wir könnten natürlich ganz unterschiedliche Veranstaltungen starten, haben wir auch gemacht. Ich kann mich an eine erinnern, die wir hier auf dem Hof gemacht haben und wo wir ganz begeistert waren, als ein Mensch kam, den wir nicht kannten. Ich kannte ihn bloß aus einer anderen Gemeinde. Und das hat uns aufgezeigt, dass wir bei den Menschen nicht angekommen sind. Dass wir zwar bei uns waren und uns auch einen schönen Gottesdienst machen konnten, aber wir eine effektive oder für die Menschen relevante Kraft nicht dargestellt haben. Das war einer der Punkte, an denen wir gesagt haben, wie können wir Gemeinde werden, die für die Menschen in unserem Stadtviertel schmeckbar ist, spürbar ist, überhaupt etwas anbietet. Das war also der Gedanke, wie kommen wir raus, aber der war natürlich konflikthaft auszufeiten, weil ganz viele in der Gemeinde diesen Weg nach draußen gar nicht gehen wollten, weil sie sich wohlfühlten in dem, wie Gemeinde war. Aktionen nach draußen mit Menschen, die man gar nicht kennt, das ist kompliziert und schwierig. Ich glaube, das Entscheidendste, was wir konkret gemacht haben, war zu beten. Dass wir uns an einer Stelle in der Gemeindegeschichte an einem Punkt gesehen haben, die so krisenhaft für uns war, dass wir in dieser Krise uns sehr intensiv dem Wichtigsten wieder zugewandt haben, Gott, und dass wir als Leitung und als Gemeinde zurück ins Gebet gegangen sind. Herr, und wir bringen dir auch unsere Jugendlichen, Herr, die
sich für dich entschieden haben. Im Gebet fanden sie zu einer neuen Einheit. Dass sie auf deinem Weg begleitest, dass sie auf deinem Weg bleiben, dass du sie im Glauben stärkst. Herr Jesus, im Gebet begannen sie auch mit ihrem Aufbruch hinaus zu den Menschen um sie herum im Stadtteil. Wir bitten dich, behüte unseren Berg hier und die Menschen, die darauf leben. Schütze und bewahre, aber schenke auch, Herr, die Entwicklung zu dir hin und die Erfahrung, dass du die neuen Wege mit uns gehst. So kommen wir zu dir und preisen deinen Namen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Indem sie gemeinsam von sich weg und hin auf Gott blickten, führte das Gebet und der Austausch zu einer neuen Einheit in der Gemeindeleitung. Da müssen wir da unbedingt hin. Danach geht es an die Vorbereitung des sonntäglichen Gemeindegottesdienstes. Im Planen und Organisieren von Veranstaltungen hat die Gemeinde jahrzehntelange Übung. Was Pastor André wieder neu mit seiner Gemeinde lernen will, ist, sich auf die Menschen außerhalb der vertrauten Gemeinde mit allen Konsequenzen einzulassen. Die Herausforderung für uns ist manchmal viel höher, nicht ein exzellentes Programm zu bieten, weil das haben wir inzwischen irgendwie gelernt und können wir. Vielleicht mehr oder weniger gut, aber die einfachen Dinge, ja, die Schwelle des anderen zu überwinden und persönlich zu werden, ist was anderes, als wenn man von vorne etwas präsentiert. Nahbar zu sein, keine Show zu bieten, wo man, nachdem alles wunderbar ist, eine tolle Atmosphäre geschaffen wurde, dann jeder wieder für sich ist, sondern wieder am Kern des Evangeliums anzuknüpfen, Leben zu teilen, bei den Menschen zu sein, das Familiäre zu haben. Das Familiäre zu haben und den Menschen konkret zu dienen, das ist der Grund für eine Einladung, welche die Gemeinde heute am kältesten Tag des Jahres an die Menschen im Stadtteil ausspricht. Gemäß dem neuen Weg der Gemeinde haben diese Frauen für sich überlegt, wie können wir als Christen den Menschen in unserer Umgebung dienen? Wie können wir Jesus für die Nachbarschaft spürbar machen? Wir haben so erfahren, dass hier auf dem Berg viele Menschen wohnen, die auch richtig arm sind. Und wir haben ja auch drüben die Kinderkantine. Wissen wir auch, dass Kinder auch gar kein Mittagessen kriegen von ihren Eltern. Und wir hoffen, ein bisschen hier dazu beizutragen, dass den Menschen besser geht. Die du uns schenkst, für die Helfer, für jeden Einzelnen, der heute hier hinkommen konnte, trotz des Wetters. Ich danke dir für unsere Gemeinschaft, Vater. Ich danke dir für die Möglichkeit, die du uns schenkst, hier deine Liebe weiterzugeben auf dem Berg. Ich möchte dich bitten. Warum machen sie das? Ja, weil wir das Gefühl haben, dass es hier einen Bedarf gibt im Stadtteil. Und weil wir gerne irgendwas weitergeben möchten von dem Reichtum, den wir haben und von der Liebe, die wir von Gott beschenkt bekommen. Mit wie viel rechnet ihr? Wir haben bis für 30 Leute gekocht und erwarten maximal 30 Leute zum ersten Mal. Mit wie viel wären Sie schon zufrieden? Mit 15 wäre ich schon zufrieden. Das wäre schon viel. Ich würde auch sagen, 10, 15 ist eine gute Zahl. Für den Anfang. Und dann hoffen wir auf Flüsterpropaganda. Wie lange braucht es erfahrungsgemäß, bis sich sowas umspricht? In einem anderen Stadtteil ist eine Kindertafel eröffnet worden mit warmem Essen. Die haben ein ganzes Jahr gebraucht, bis das einigermaßen bekannt war. Oh. Und jetzt versorgen sie 20, 25 Kinder täglich. Noch ist niemand gekommen. Das Essen steht bereit. Aber für wen? Martin will etwas tun und macht sich mit einem Stapel Einladungen nochmal auf, um Leute auf der Straße einzuladen. Derweil wird die Mahlzeit aufgegessen. Von den Mitarbeitern selbst, denn gekommen ist niemand. Woran lag es? Denn eigentlich wollten sie es ja extra Ende des Monats anbieten, wenn die Leute kein Geld mehr haben. Ja, und das ist in diesem Januar ein bisschen anders. Es gab am 29. Geld. Ich habe auch mit Bekannten gesprochen, die in dieser Situation sind, die Hartz IV bekommen. Ich sage, du kannst ja diesen Samstag vorbeikommen. Und dann kriegt ihr als Antwort, ach nee, diesen Samstag nicht, ich krieg doch am Freitag Geld. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich dieses Mal so, dass da die Leute lieber einkaufen, zum Plus gehen, als sich Suppenküche. Was ist die Lehre daraus? Ja, das nächste Mal eine Woche früher zu machen, dann ist das Geld nämlich wieder knapp.
und dann wird die Chance größer sein, dass Leute auch daran Interesse haben. So ist das, wenn eine Gemeinde neue Wege geht. Nicht jeder führt direkt zum Ziel, aber wichtig ist es, erst einmal loszugehen. Jesus hat uns beauftragt, Menschenfischer zu sein. Wie hier der Brunnenfischer auf dem Greifswalder Rathausplatz. Das Ziel ist in Wuppertal und in Greifswald das gleiche. Nur hat jeder Ort seine eigenen Herausforderungen. Deshalb sind die Ansätze unterschiedlich. In Greifswald geht es darum, mit dem Gottesdienst Greifbar einen Anknüpfungspunkt für Menschen zu schaffen, die nach 40 Jahren DDR keinen Bezug mehr zur Kirche haben. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn Menschen bei uns sind, die andere mitbringen. Weil die wir erreichen möchten, sind so weit draußen, dass sie nicht über normale kirchliche Werbungskanäle erreicht werden. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben eine bestimmte Dramaturgie, wobei wir im Augenblick gerade versuchen aufzupassen, dass das nicht zur Masche wird. Aber ein normaler Greifbar-Gottesdienst hat einen Kinotrailer am Anfang, wo in einem Hollywood-Film das Thema irgendwie angespielt wird. Daniel, du bist völlig ausgebucht für die nächsten 6 Jahre. Ausgebrannt. Herzlich willkommen zum Greifbar hier in der Stadthalle. Dann gibt es Musik, wobei wir ganz stark nicht geistliche Lieder nehmen, sondern uns aus der weltlichen Pop- und Rock-Szene bedienen. Und dann kommt ein Theaterstück, das auf keinen Fall eine Lösung bereithalten darf, sondern möglichst emotional und möglichst auch mit Humor und mit scharfem Blick unser Thema auf die Bühne bringt. Und dann kommt reichlich Platz für eine Ansprache, die ohne Talar, ohne Kanzel, möglichst frei vor den Menschen gehalten wird. Und wenn wir lernen, gute Grenzen zu setzen und in diesen Grenzen unser Bestes zu geben, dann haben wir etwas gelernt von Gottes Art und Weise, mit unserem Leben umzugehen. Und dann geht es ziemlich schnell zu Ende mit einem kurzen Gebet, im Grunde das einzige liturgische Element, das wir haben, Ansagen. Und dann ist viel Zeit bei der Greifbar, das ist dann wirklich die Bar, an der es was zu essen und trinken gibt, sich auszutauschen. Der Gottesdienst Greifbar ist ein aufwendig gemachter erster Kontaktpunkt für Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Aber wie geht es danach weiter? Wie können solche Menschen im Glauben weiter begleitet und unterstützt werden? Wer an mehr interessiert ist, hat verschiedene Angebote. Wir versuchen gerade ganz stark, einfach Gäste in unser Alltagsleben mit hineinzunehmen. Also wenn es heute das Angebot gab, mit 2 Physiotherapeuten mal zu gucken, was ist mit Jogging, mit Ernährung und so weiter, dann sind das Dinge, die uns auch sonst wichtig sind. Dann gibt es Glaubenskurse. Und wer dann nach einem Glaubenskurs sich taufen lässt, wird bei uns gebeten, sich auch einem Hauskreis anzuschließen. Und die Hauskreise sollen ein Stück geteilte Lebensgemeinschaft sein. Also natürlich ist es wichtig, dass die in der Bibel lesen und beten, aber unsere Idee ist, dass sie auch lernen, sich gegenseitig zu unterstützen im Alltag und dass sie lernen, sich in irgendeiner Weise an unserer Mission zu beteiligen. Also wir wollen nicht solche Kreise, wo es nur darum geht, sich bedienen zu lassen, sondern wo von vornherein die Herausforderung auch da ist, im Glauben zu wachsen und die eigenen Gaben zu entdecken und sich dann einzubringen. Und manchmal geht es sogar umgekehrt. Wir haben das heute auch wieder gemacht, dass wir zur Mitarbeit eingeladen haben. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass bei uns Menschen über die Mitarbeit zum Glauben gekommen sind. Und auch das ist eine Möglichkeit, in die Gemeinschaft hineinzukommen. Das sind alles Dienstgruppen, Teams, die auch versuchen, nicht nur miteinander zu arbeiten, sondern auch miteinander beten und an den Strand fahren und grillen. Und von daher gibt es ganz viele Möglichkeiten, bei uns sich anzudocken und Gemeinschaft zu erleben. Nun findet der aufwendige Greifbar-Gottesdienst 7-mal im Jahr statt. Wie trifft sich die Gemeinde sonst? Wir haben jeden Sonntag Gottesdienst. Nicht nur die 7 Greifbar-Gottesdienste, die übers Jahr verteilt sind. Wir haben inzwischen 2 Gottesdienste, weil unsere Idee war, nicht einfach hemmungslos zu wachsen, sondern uns zu multiplizieren, sodass unterschiedliche Menschen unterschiedliche auch liturgische Programme bei uns vorfinden. Und dahinter steckt der Gedanke, den ich aus England mitgebracht habe, dass man eigentlich nicht mehr als 65 Menschen wirklich kennen kann.
Und von daher ist unsere Idee, Cluster zu bilden. Und diese Cluster von bis zu 65 Menschen in einem Gottesdienst, die sich dann wieder in Zellgruppen und Hauskreise aufteilen und die eine gemeinsame Form der Gemeinschaft haben, aber auch eine gemeinsame Mission haben. Also es soll nicht bei diesen 7 Gottesdiensten im Jahr bleiben. Das würde nicht stark genug sein, um Menschen wirklich einzubinden und Veränderung zu erleben, sondern es soll in den Alltag hinein. Wobei uns wichtig ist, dass wir nicht ein so großes religiöses Programm machen, dass der Alltag eigentlich keine Chance mehr hat, weil man immer in irgendeinem Gremium sitzt und irgendetwas vorbereitet, sondern es soll gerade das alltägliche Leben sein, das die Mitglieder bei uns miteinander teilen auch. Die Wuppertaler können als Freikirche alles selbst entscheiden. Aber die Greifswalde gehören zur evangelischen Landeskirche, deren Gottesdienste und Traditionen eigentlich ganz anders aussehen. Wie reagiert nun die Landeskirche darauf, wenn Professor Herbst und sein Team einen Gottesdienst neu erfinden, der sich ausschließlich an den Menschen außerhalb der Kirche orientiert? Das ist eine ganz spannende Frage. Unsere Arbeit hier Greifbar ist entstanden auch aus einer Initiative unseres Bischofs. Das heißt, der Landesbischof hier, Hans-Jürgen Abromeit, stand Pate, als das Projekt 2002 auf die Welt kam. Und in unserem Team sind auch eine ganze Reihe von Theologen, sodass wir schon auch eine ganz klare innerkirchliche Einbindung haben. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass das, was wir hier machen, für manchen landeskirchlichen Pfarrer und manche kirchliche Gemeinschaft durchaus auch ein Problem darstellt, weil wir so weit hinausgehen. Also es haben sich doch einige sehr gewundert, dass man einen Gottesdienst in einer Stadthalle feiern kann. Und auch diese ganz starke Orientierung an unseren Gästen ist nicht für jeden in der Kirche so ganz plausibel. Für die Wuppertaler Gemeinde ist das kein Problem. Sie möchte da sein, wo die Menschen in ihrer Nachbarschaft sind. Deshalb bereitet die Gemeinde weit ihre Aktivitäten für das Ölberger Stadtteilfest vor. Was hier noch müsste, wären die Banner. Die Banner und das Schild von der Kirche auf dem Ölberg. Das Banner fehlt noch. Schließlich sollen die Ölberger erkennen, woher die vielen guten Helfer kommen. Ah, da ist das Banner. Da oben. Wenn du da hochgehen würdest, es hängt, wie es sich gehört, am Gemeindehaus. Derweil wurde das Auto abgeschleppt und der Kletterturm kann aufgebaut werden. Lohnt sich dieser ganze Aufwand hin zu den Menschen eigentlich? Also das, was wir erleben, macht den Unterschied aus. Wir haben unsere Hoffeste hier gemacht, haben sie so genannt. Dann haben wir sie Straßenfeste genannt. Da waren wir wirklich draußen auf der Straße, auch außerhalb unseres Geländes. Aber da waren wir. Manche Kinder hatten dann ihren Flohmarkt mit aufgebaut. Und wir hatten auch viel Besuch. Der war sehr punktuell. Wir sind jetzt auch dabei, aber wir sind nicht nur einmal im Jahr draußen, sondern wir versuchen, hier nicht zu uns einzuladen, nach der Devise kommt zu uns und da ist dann auch ein schönes Stadtfest, sondern wir gehen in das Stadtfest unseres Viertels hinein und versuchen es mitzutragen, gehen mit, bringen auch unsere Mitarbeit ein und werden somit als ein organischer Körper innerhalb des Stadtviertels gesehen. Die Menschen, die jetzt an unsere Stände kommen, die kommen nicht sozusagen zu uns, sondern die sind bei sich zu Hause und finden uns vor. Und das ist etwas ganz anderes. Das Ölbergfest ist nun in vollem Gang. Und mittendrin die Gemeinde auf dem Ölberg, die, nachdem sie sich wie viele anderen Gemeinden jahrelang in ihre Gebäude zurückgezogen hatte, nun wieder offen sichtbar für den Stadtteil da ist. Als Christen, die in der Welt leben und den Menschen als Nachfolger Jesu dienen. Uwe ist mit einem Kaffeekorb unterwegs. Ja, und wir versorgen die technischen Betreuer der Gruppen und der Bühnen und dass sie einfach fit bleiben mit Kaffee oder auch mit Würstchen. Wie kam er auf die Idee? Ja, der Stand war neben uns neben der Hauptbühne und die gucken so traurig, da Leute, brauchen nicht mal einen Kaffee. Und da haben die gesagt, okay, das wäre eine tolle Idee. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir das jetzt über 2 Bühnen machen. Uwe hat den Blick für die Menschen und dient ihnen ganz praktisch mit dem Naheliegenden. Pastor André ist für die Hauptbühne zuständig. Ihm ist es wichtig, als Ansprechpartner erreichbar zu sein. Und die aufblasbare Kirche bietet, mitten im Trubel des Ölbergfests, einen Ort der Ruhe und Begegnung.
während die Hauptattraktion für die Kinder der gewaltige Kletterturm der Gemeinde ist, durch den besonders junge Familien aus dem Stadtteil mit der Gemeinde in Berührung kommen. Hier kümmern sich Gemeindemitglieder mit einem Würstchenstand um das leibliche Wohl der Ölberger. Der Ölberg feiert und die Gemeinde feiert mit. Hier der Stand des Knicklichtvereins. Das Knicklicht ist eine Kaffee- und Kneipenarbeit, die die Gemeinde direkt gegenüber der Kirche in einer ehemaligen Kneipe begonnen hat und wo sie heute für immer mehr Kinder in der Nachbarschaft Hausaufgabenhilfe und Mittagstisch für Kinder anbietet. Stichwort Mittagstisch. Seit dem ersten Versuch des Mittagstisches für Erwachsene sind jetzt schon 4 Monate vergangen. Auch heute gibt es wieder Chili. Und kommt mittlerweile auch jemand, der es aufisst? Heute ist das 4. Mal, dass wir das machen hier. Mhm. Und ja, schon im letzten Monat hatten wir verhältnismäßig für diese Anfänge sehr viel Zulauf. Wir hatten eine ganze Familie mit 3 Kindern und mehrere alleinstehende Frauen hier, die auch heute wieder gekommen sind. Und wir hoffen und gehen eigentlich davon aus, dass sich dieses Projekt rasant weiterentwickelt. Die Gäste sind begeistert. Es ist wirklich super. Es ist sehr gut. Meine Tochter geht ja auch dienstags hier zur Gemeinde. Was ist Dienstag? Kinderoase. Das ist so eine Kindergruppe. Da machen wir verschiedene Sachen. Haben Sie schon weiterempfohlen? Wir haben weiterempfohlen, ja. Aber der Raum ist noch nicht voll. Mehr können wir nicht tun. Mehr wieder für Alarm schlagen. Mehr Werbung machen. Die Geduld zahlt sich aus. Immer mehr Menschen kommen mit der Gemeinde in Kontakt. Diese Familie wird ein paar Wochen später die Gemeinde bitten, ihre Kinder zu segnen. Also die Entwicklung ist bisher sehr positiv. Und wir sind immer noch sehr motiviert und beten auch immer vorher und vertrauen Gott, dass sich das weiter so entwickelt. Beim Abbau des aufblasbaren Kirchturms wird Pastor André etwas wehmütig, denn seine richtige Kirche hat gar keinen Turm. Ich wollte schon immer einen Turm haben. Ich wollte schon immer einen Turm haben als Pastor. Aber für aufblasbar war der schon ganz okay. Also. Hör mal, der passt genau zu unserem Gebäude. Ich finde, den behalten wir einfach. Den schicken wir nicht wieder weg, den blasen wir jetzt jeden Sonntag auf. Ja. Wer seit heute früh auf den Beinen ist, ist mittlerweile müde. Ja, mir geht's gut. Das glaube ich nicht. Das ist nur ein Zeichen von Gemütlichkeit. Beim Ali ist sie müde. Doch noch muss der Kletterturm abgebaut werden. Und schließlich ist auch der wieder unterwegs. Zeit, um innezuhalten. Hat sich denn zurückblickend der große Einsatz heute für das Ölbergfest gelohnt? Wir hatten tatsächlich so vom Gelände her eine gewisse abgeschlossene Wirkung unserem Stadtviertel gegenüber. Und wir erleben es jetzt in dem, was uns wiedergespiegelt wird, dass das sich völlig geändert hat und Menschen bereit sind, über Kirche überhaupt nachzudenken und das, was Kirche sagen will. Da zu sein für die Menschen, bei den Menschen zu sein, das stellt auch den Gemeindeleiter vor neue Aufgaben. Meine Damen und Herren, nach den südamerikanischen Rhythmen, die wir gerade genossen haben, nun orientalische Genüsse, die uns zeigen, oder zumindest mir, was man mit einem Bauch noch alles machen kann. Ich darf Ihnen ankündigen, die Sultaninnen. Sie sahen zwar so recht türkisch aus, waren aber eigentlich junge Frauen aus der katholischen Kirchengemeinde Vohwinkel, die diesen Sport miteinander betrieben und ihn dann da vorgeführt haben. Was würde denn der Gemeindeleiter sagen, wenn Mädchen in seiner Gemeinde fragen, ob sie eine Bauchtanzgruppe aufmachen dürften? Ich würde nach dem missionalen Effekt fragen, um dann mal herauszufinden, wo es den aufweist. Wäre er da,
Dann wären wir den Bauchtanzgruppen ein Bauchtänzer. Am nächsten Tag beseitigen die Ölberger die Reste ihres großen Festes. Mittendrin die Christen aus der Gemeinde. Sie wollen da sein, wo die Menschen sind, weil Jesus uns in die Welt gesandt hat. Es gehört zu dem neuen Weg der Gemeinde auf dem Ölberg, dass sie ihre Gemeindemitglieder dabei unterstützen möchte, mehr Zeit außerhalb der Gemeinde mit Nichtchristen zu verbringen und sich dort zu engagieren. Wir haben für uns erkannt, dass wir als nächsten Schritt wirklich diesen Weg gehen müssen, dass wir die Möglichkeiten, die die Einzelnen in ihren Lebenssituationen haben, entwickeln müssen und ihnen da auch helfen geben müssen. Wir haben schon mal so nachgedacht, wie wäre es, wenn die Menschen in der Gemeinde wirklich so intensiv in ihren Lebenssituationen arbeiten, dass sie sonntags mal frei haben müssten. Im Moment ist es so, dass man denn das Gefühl hat, man kommt hier zusammen, um zu arbeiten. Das wollen wir noch ändern, daran denken wir gerade intensiv. Deshalb trifft sich die Gemeinde heute zum Abendgottesdienst nicht in der traditionellen Kapelle, sondern im Gemeindecafé Knicklicht gegenüber. Ein paar Mitarbeiter der Gemeinde um Pastor André wollen etwas Neues ausprobieren. Der Gottesdienst soll weg von einer passiven Frontalveranstaltung für die Besucher, die der Pfarrer und einige wenige Mitarbeiter mit viel Aufwand für alle organisieren. Und mehr zu einem herzlichen und entspannten gemeinsamen Treffen der christlichen Familie werden. Wir wollen uns durch die Apostelgeschichte so ein bisschen arbeiten in diesem Jahr. Ich glaube, in unserer Gemeinde versuchen wir einiges davon schon zu leben. Wir versuchen, an Arme Essen abzugeben mit der Suppenküche. Wir haben hier drüber die Kinderkantine. Wir machen Kinderoase, ein Nähprojekt für Kinder oder junge Frauen. Und so weiter und so fort. Denn dann kommt dieser Abschnitt, den wir gleich auch an den Tischen legen. In seiner Kurzpredigt fordert Pastor André jeden einzelnen Tisch mit einer Aufgabe heraus. So wie die Christen in der Apostelgeschichte Geld zusammengelegt haben, um Bedürftigen zu helfen, soll jeder Tisch für sich auch Geld zusammenlegen und gemeinsam beschließen, wem damit geholfen werden kann. So wird die Bibel plötzlich ganz praktisch. Im Anschluss feiern sie gemeinsam in den bunt zusammengewürfelten Gruppen an den Tischen Abendmahl. Aber nicht nur mit einem einzigen Schluck Wein und einem durch eine Oblade nur angedeuteten Brot, sondern so wie Jesus Abendmahl gefeiert hat. Und so, wie man davon satt werden kann. Die Ölberger wollen die persönliche Jesus-Nachfolge wieder deutlicher machen. Jeder Christ soll erkennbar für das Anliegen Jesu stehen. Dazu hinterfragen sie ihre bisherige Gemeindearbeit und sind bereit für Veränderungen. Was, wenn wir Gemeinde neu erfinden müssen, so wie die Christen in der Apostelgeschichte? Was möchtest du dann tun? In eine ähnliche Richtung denkt Pastor Barbiel in Eimsbüttel. Das Thema Bekenntnis ist ein urchristliches Thema. Wozu stehen wir und wofür und welchen Preis kostet das? Was bedeutet es für die Kirche, im Bekenntnis für die Menschen da zu sein? Wann wird Kirche wieder wichtig für die Menschen? Wir haben natürlich einen Schatz als Kirche durch die sogenannten Amtshandlungen, Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung, die helfen, Menschen zu erreichen, ihnen Stabilität zu geben in bestimmten, teilweise auch sehr krisenhaften Lebenssituationen. Ewiger und barmherziger Gott, du rufst zu allen Zeiten Menschen in deine Nachfolge. Du stattest sie aus mit dem Mut, sich zu dir und zu Christus zu bekennen. Und du schenkst Vergebung, wenn der Mut nicht reicht. Und Versagen. Seit Jahrzehnten werden es weniger Christen in Eimsbüttel. Was tut die Kirche dagegen? Versucht sie, durch evangelistische Aktionen nicht Christen einzuladen? Nein, evangelistische Aktionen machen wir nicht. Ich denke, die Stärke unserer Gemeinde besteht einmal darin, dass wir relativ starke Institutionen haben. Ich nenne das Jugendberatungszentrum, das stark im Viertel verankert ist, und unsere 4 Kindertageseinrichtungen. Das ist eine einzige Kontaktbörse der Kirchengemeinde zu Hunderten von Eltern, die tagtäglich dann diese Einrichtungen aufsuchen, um ihre Kinder dort versorgt zu wissen. Daraus entstehen dann Aktionen natürlich wie Familiengottesdienste, wie Feste und entsprechende Kontakte zur Kirchengemeinde. Aber eine evangelistische Tradition kennt diese Kirchengemeinde nicht. Keine evangelistische Tradition, aber funktionierende Institutionen wie die Kindertagesstätten der Gemeinde.
Da ist es nur folgerichtig, dass die Gemeinde eine ihrer ehemaligen Kirchengebäude in eine Kindertagesstätte umbaut. Heute wurde dort Trichtfest gefeiert. Der Architekt erklärt den Umbau. Das Konzept für diesen evangelischen Kindergarten ist, ein Haus-im-Haus-Prinzip hier zu realisieren, ohne einer Wandberührung hin zur historischen Kirchen- und Gebäudehülle. Das zweite Bankfeld wird als Indoor-Spielplatz später zur Verfügung stehen. Und so besteht die Hoffnung, dass Kinder in der ehemaligen Kirche durch die christliche Kindertagesstätte Jesus begegnen. Nach dem Sommergottesdienst erwartet die Gottesdienstbesucher ein Brunch. Auch der Kirchengemeinde Amsbüttel ist Gastfreundlichkeit und Gemeinschaft wichtig. Gibt es das Brunch denn jeden Sonntag? Das würden wir gerne machen. Wir machen es aber nur während der Sommerzeit, 6 Wochen. Es nennt sich Kirche zur Sommerzeit und da kann jeder gerne kommen. Und da gibt es dieses wunderbare Brunch. Die Kirche ist jetzt öfter offen und lädt die Leute ein. Kommt denn jemand? Wir öffnen die Kirche auch eben für Menschen, die einfach nur mal kurz reinschauen wollen. Und es sind einige Menschen aus einer Zeit geblieben, in der es einen Markt um diese Apostelkirche gab, gezwungenermaßen, weil der alte Marktbereich umgestaltet wurde. Es waren viele Menschen sehr begeistert. Kirche, Markt, wunderbar, wie es früher war. Und sie waren angetan und es sind einige geblieben. Es gibt immer noch eine Kirche zur Marktzeit, offene Kirche zur Marktzeit, die am Samstag stattfindet, am Samstagvormittag. Und zu diesen Kurzandachten, die um 12 Uhr stattfinden, kommen immer noch Menschen aus der damaligen Zeit, die sagen, oh, es war so schön mit dieser Kirche und dem Markt. Hier sehen wir wieder, wenn der Markt um die Kirche ist, also die Kirche direkt bei den Menschen steht, dann kommt die Kirche mit Außenstehenden in Berührung. Was rät der Professor seiner schrumpfenden Landeskirche? Vielleicht nicht mehr leugnen, dass die christentümliche Zeit zu Ende geht. Da, wo noch lebendige volkskirchliche Verhältnisse sind, dürfen wir uns dran freuen. Ich werde das auch nicht kaputt hauen wollen, das wäre töricht. Aber wir müssen die Gemeinden darauf vorbereiten, dass Mission heute neu buchstabiert werden muss. Wir brauchen sprachfähige Christen, kontaktfähige Christen und wir brauchen den Mut, den ich in der anglikanischen Kirche viel ausgeprägter finde als bei uns, Altes sterben zu lassen, nicht zwanghaft an Altem festzuhalten, zum Beispiel an der flächendeckenden Versorgung von Gegenden, wo wir es kaum noch mit unseren Kräften hinkriegen und dafür mit den Kräften, die wir noch haben, gezielt, exemplarisch, punktuell, mit dem Mut zum Experiment, etwas Neues anzufangen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Noch haben wir Potenziale. Und die Potenziale dürfen wir nicht darauf verwenden, krampfhaft das Alte festzuhalten, sondern wir müssen sie darauf verwenden, experimentell Neues zu wagen. Das ist, glaube ich, der Anfang. Der Anfang für die Orientierung auf die Menschen außerhalb begann in Wuppertal mit dem Café Knicklicht. Jetzt zur WM schaute die Gemeinde dort zusammen mit der Nachbarschaft die Fußballspiele an. Doch nach dem Länderspiel gab es einen herben Rückschlag. Das Knicklicht, in mühevoller Arbeit von der Gemeinde eingerichtet, brannte fast vollständig aus. Ja, das ist schon schlimm gewesen, weil das Knicklicht eben auch in Eigenleistung renoviert worden ist, restauriert worden ist und viel Herzblut eben von vielen hier drin gesteckt hat. Insofern ist das natürlich schon erstmal ein ziemlicher Schock für die meisten gewesen. Und ob man traurig ist, ich denke, dass die meisten inzwischen irgendwie wieder Mut geschöpft haben und auch sehen, dass eben in solchen Krisen und in solchen Situationen auch sehr viele Chancen liegen. Und eben weil Gott so viel Bewahrung geschenkt hat, ja auch nicht alles, es ist ja nicht so zerstört, dass man jetzt nicht weitermachen kann, sondern man kann eben frisch renoviert nach 5 Jahren nochmal an einem Punkt ansetzen, zu dem uns vielleicht sonst der Mut gefehlt hätte oder die Energie. Und jetzt ist halt das Faktische so, dass man gar nicht anders kann, als nochmal drüber nachzudenken und die Dinge nochmal zu reflektieren und ja auch nochmal mit neuem Schwung an
einen neuen Schwerpunkt zu gehen. Statt als Kneipe wird die Gemeinde den Raum nun für die Hausaufgabenhilfe nutzen, die dringender gebraucht wird, wie die Gemeinde in den immer enger werdenden Räumen darüber täglich erlebt. Hier bekommen Kinder aus der Nachbarschaft ein Mittagessen oder dürfen selbst mitkochen, finden Hilfe bei den Hausaufgaben und haben hier einfach Menschen, die nachmittags für sie da sind. So hilft dieser Rückschlag letztendlich nur, dass sich die Gemeinde noch mehr den wirklichen Bedürfnissen der Menschen um sie herum zuwendet. Und dann gibt es noch die schönen Momente. Weil die Christen zu ihm gekommen sind, hat Ali Jesus kennengelernt. Heute wird er getauft. Und das machen die Baptisten so wie bei Jesus, mit dem ganzen Körper. Alle Völker der Erde werden mich bitten, sie so zu segnen, wie ich dich segnen werde. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, mein Willen zu tun. Amen. Ali Atta Kurtulu, ich taufe dich auf das Bekenntnis deines Glaubens im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, also ich glaube, das ist schon schön zu sehen, dass eben tatsächlich auch Leute des Stadtteils inzwischen zur Gemeinde kommen. Sich auch manche haben taufen lassen. Natürlich würde man sich immer viel mehr Frucht wünschen. Und man merkt auch, dass es andere Probleme plötzlich gibt, als man vielleicht vorher befürchtet hätte. Aber insgesamt ist es, denke ich, für viele doch sehr ermutigend zu merken, dieser Schritt nach außen führt wieder dahin, dass wir mit Leuten in Kontakt kommen, dass man das Evangelium weitergeben kann. Das ist einfach für viele sehr ermutigend. Oder zu sehen, dass selbst die Senioren der Gemeinde sich Gedanken machen, wie sie rausgehen können. Dass ich manchmal denke, die Senioren sind am radikalsten von uns allen mit ihren Vorschlägen. Natürlich nicht alle. Natürlich gibt es auch welche, die da nicht so gut mitgehen können. Da eine Barmherzigkeit zu entwickeln und zu sehen, die gesamte Bandbreite der Gemeinde gehört zusammen, das ist nicht ein Gegeneinander. Auch das ist ermutigend zu sehen, dass Prozesse manchmal einen sehr langen Weg haben. Und ja, wir vergleichen das manchmal mit einer Wüstenwanderung, dass wir noch lange nicht am Ziel sind und Gott eben geführt hat. Und 40 Jahre ist eine lange Zeit. Aber das sind manchmal so die Zeitspannen, die Gott einem zumutet, auch in Veränderungsprozessen, mit Rückschlägen, mit guten Erlebnissen. Und ich glaube, in so einem Prozess sehen wir uns gerade selber, zu merken, an manchen Stellen wächst was Neues, an manchen Stellen erleben wir eben auch Rückschläge oder es gibt auch das Übliche, was in jeder Gemeinde vorkommt. Und trotzdem zu sehen, das ist Gottes Volk, was sich hier bewegt und ein Miteinander. Und das gehört zusammen mit dem Blick auf Jesus. Ich denke, das ist das Entscheidende dabei, das nicht zu verlieren, sondern immer wieder Jesus ins Zentrum zu nehmen, zu horchen, zu fragen und zu sagen, dir wollen wir folgen. Und da sind wir gespannt, wo du uns hinführst.